Hallo ihr Lieben, ich bin Neuer DevCorp und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge für Tipps und Tricks im Holzmodellbau. Und zwar möchte ich euch in dem heutigen Video mal zeigen, wie man zum Beispiel mit einfachen Hilfsmitteln, nämlich nur Wasser, auch Bambus bzw. andere Hölzer in dieser 90-Grad-Winkel drehen kann. Und zwar habe ich dafür schon mal was vorbereitet. Ich habe eine Holzleiste gewässert. Das ist diese hier. Und dann tun wir einfach nur den gewünschten Bereich. So, mal schauen. Ich hoffe, man sieht das. Dann also in dem Fall jetzt wie hier. Ich brauche halt also die Leiste hier lang. Dann lege ich einfach nur den Bereich, den ich nicht gebogen haben möchte, halte ich einfach nur hier fest. Und schaue mir dann die Form an, in die ich muss. Das heißt also, wir müssen jetzt diese Seite, die Oberseite nach auf uns zu bewegen und nehmen dann quasi einfach nur das Stück in die Hand, das so in die Hand und drehen das Holz einfach nur. Also wir verdrehen es in sich. Das heißt, man braucht eigentlich wirklich absolut nichts dafür, außer ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass man die Leiste nicht bricht. Durch dass sie ja weich ist, ist sie natürlich auch etwas leichter kaputt zu machen. Und ja, wenn wir das getan haben, dann schaut man einfach nur, dass man ungefähr diesen gewünschten Bereich hat. Kann jetzt natürlich auch noch hier so kurz mit dem Gaumen kurz runter durchstreifen. Dafür brauchen wir keine Hitze. Und dann halten wir das einfach nur hier ran. Und siehe da, das passt eigentlich schon perfekt. Jetzt halt nur noch die Nägel reintreiben und dann kann diese Leiste ja eigentlich antrocknen. Vorteil ist halt, wie ich finde, man hat halt diese, wenn ich jetzt zum Beispiel eine gerade Leiste nehmen würde, eine steife, wenn ich die jetzt hier jetzt nagel, 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 nagel und dann würde das Ende nämlich, wenn ich das jetzt nagel, würde sich das Ende hier hochziehen und dann hätten wir hier so eine schräge Kante drin und ihr kennt das sicher alle. Das ist halt nicht schön, weil es halt viel Material zum Wegschleifen ist. Deswegen macht es einfach so, wie ich euch gezeigt habe, falls ihr es noch nicht kennt. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Und ja, wie gesagt, einfach 2, 3 Minuten ins Wasser legen. Und dann einfach in sich verdrehen, in dem Winkel, wie ihr es benötigt. Und dann gibt es da keine Probleme. Ja, das soll es natürlich auch schon wieder gewesen sein bei Tipps und Tricks. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, euer DevCorp.